Die letzte Woche vor Night of Champions ist angebrochen. Zu der letzten Raw in diesem Monat mit mir, Mario und Copa. Hallo. Yes. Welcome, ladies and gentlemen, to Monday Night Raw. Willkommen, liebe Freunde. Letzte Ausgabe vor Night of Champions. Ihr habt es von unserem COO gehört. Und ja, wir haben einiges mit euch vor. Wir haben richtig Bock. Und, Copa, ja. Wir haben auch sehr, sehr interessante Sachen jetzt hier gleich auch zu Beginn zu klären eigentlich, ne? Ja, auf jeden Fall, denn es könnte sein, dass hier das vielleicht eine Supershow werden wird, wer weiß. Ja, denn ohne Umschweife, wir haben glaube ich nichts anderes zu sagen, kommen wir direkt mit den Wyatts zum Ring und wir haben was Spezielles zu fordern, denn die Wyatts sind nach der letzten SmackDown, wo sie die Tag Team Champions quasi an sich gerissen haben, zu uns gekommen und haben ihr Rematch gefordert, was sie quasi contracted haben. Und da tut uns leid, liebe SmackDown GMs. Wir wissen, euch gehört die Fehde in diesem Monat, aber wir haben das alles mit dem CEO geklärt, wir haben das mit dem Vorstand geklärt. Und es ist quasi legal, was wir hier machen. Die Wyatts haben ihr Tag-Team-Rematch gefordert. Und wir haben da noch eine spezielle Stipulation auch da mit reingemixt, damit es noch besser wird. Nicht wahr, Jung? Genau, wir haben quasi, die Wyatts sind wieder zu Hause, da, wo sie hingehören. Und Kuba hat schon richtig angesprochen. Die Wyatts haben ihr Rematch gefordert für die Tag-Team-Championships. Wir haben es bei der letzten SmackDown-Ausgabe, habt ihr es alle mitbekommen, Enzo und Cass wurden attackiert von der Wyatt Family, sind verletzt und ja, wir geben den Wyatts das Rematch für die Tag Team Championships, weil das ist ja, wofür Raw steht, für Chance, für Möglichkeiten. Und wenn die Wyatts zu uns kommen, dann kriegen sie natürlich ihr Rematch für die Tag Team Championships, weil das ist ein Money-Making-Match, die Wyatt Family gegen Enzo und Big Cass. Ja. Und ja, das Ding ist, wir haben eine Stipulation mit eingebaut. Sollten Enzo und Cass nicht antreten zu diesem Championship-Match, forfeiten sie ihre Championship-Titel und somit wären die Wyatts neue Tag-Team-Champions. Ja. Was ich von den Doktoren bei SmackDown gehört habe, sah es ja da nicht so arg gut aus. Und nun beginnen wir den Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dip, 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 dip. Die Menge rastet aus. Die Musik von Enzo und Cass, aber es passiert irgendwie nichts. Niemand kommt raus und ja, während die Musik verklingt, sieht man nur uns im Ring lachen und sofort, als die Leute begreifen, was los ist, geht das Gebuhe auf uns los und wir lachen uns eine Schlappe. Verarscht! Ten! Der Ten-Count ist vorbei und somit eure neuen, alten, amtierenden WWE World Tag Team Champions. Eric Rowan, Luke Harper, die Wyatt Family. Oh ja, und ja, die Wyatt Family, Luke Harper und Eric Rowan haben auch die Titel bereit und heben sie triumphierend in die Höhe, während sie quasi von Buh-Stürmen übergossen werden. Aber das kümmert uns nicht. Wir hatten quasi unseren Spaß, wir hatten die Vergeltung und quasi als Entschädigung dafür, dass Enzo und Cass dafür gesorgt haben, dass es kein tolles Tag-Team-Match gibt, dass es keine Raw-Supershow gibt. Bedankt euch dafür bei Enzo und Cass. Die sind ja nicht das aufgetaucht. Das ist halt Smackdown-Qualität. Ja, die hatten da zu viel Angst, gegen die Wyatt-Family anzutreten, weil die ständig von ihnen verprügelt wurden. Aber naja, dafür haben wir dann für euch noch ein leckeres Tag-Team-Match. Ihr dürft die wieder endlich amtierenden Tag-Team-Champions in Action sehen. Sondern gegen niemand geringeres als die Wort Willens. Genau, los geht's. And in English, and Simon Gotch.
gegen die neuen alten WWE World Tag Team Champions. Große Chance für die World Villains, aber nein. Nope. Sieht schlecht für die World Villains aus, glaube ich auch nicht. Die World Villains kriegen quasi ihre nächste Chance gegen amtierende Tag Team Champions, nachdem sie auch damals bei keine Ahnung welchem Pay-Per-View die ganz herausgefordert hatten. Ja, ich weiß nicht, war das Money war, in the Bank? Money in the Bank, ja. Das doch, war das, wo es so schlecht aussah um Jason Jordan. Ja, Money in the Bank. Ja. For Battleground. Da hatten sie quasi die Chance, sich gegen amtierende Tag Team Champions zu beweisen. Haben versagt und... Ja, aber sie standen nicht schlecht da. Also. Ja. Abgesehen davon, dass es eben eh nur ein Title-Match war, aber naja. Ja, man kann sie trotzdem beweisen, wenn man die Tag Team Champions besiegt. Und jetzt haben sie die Chance gegen die Wilds, aber genau wie Jung muss ich ja sagen, nein. Nee, glaube ich auch nicht. Gucken wir mal. No. Und... keine große Überraschung. Luke Harper mit der Discus-Clothesline. Außer Luke Harper. Aiden English kam angesprungen, nachdem Simon Gotch seinen Reverse Uppercut gezeigt hat. Lag Luke Harper auf dem Boden. Aiden English hat sich für die Swanton Bomb bereit gemacht. Kommt angesprungen und aus der Luft wird er quasi geköpft mit einer Discus-Clothesline. Ja. Und das war kein 3-Count, kein 3-Count, sondern das war Count 200. Das war eine Tötung von Luke Harper. Da ging nichts mehr. Danach wird Simon Gotch noch in den Ring gezogen. Kriegt auch noch die Discus-Clothesline. Den Big Splash von Eric Rowan. Mhm. Und somit Statement der Wyatt Family. Die Wort-Villains hier vernichtet. Mhm. Und klares Signal der Wyatt Family, der neuen Tag Team Champions. Ja, aber dabei bleibt es nicht, Jung. Denn die Wyatt Family hat noch was an die Crowd, an uns und an SmackDown was zu sagen. Genau, denn recht ungewöhnlich ergreifen Luke Harper und Eric Rowan das Wort, Mikrofone in der Hand. Und ja, Luke Harper macht hier klar und deutlich, dass sie unheimlich froh sind, wieder zu Hause zu sein, wieder zu Hause bei Monday Night Raw. SmackDown ist einfach, wie wir es gesehen haben, Chaos pur, da ist nichts strukturiert, da ist einfach, da geht alles drunter und drüber, das ist nicht geordnet, gar nichts, nicht ganz anders als bei Monday Night Raw. Sie sind unheimlich froh, wieder hier zu Hause zu sein und sie müssen jetzt aber noch beim Pay-Per-View das Tag-Team bestehend aus den Motor City Machine Guns, Chris Sabin und Alex Shelley besiegen, um dann zu Raw als amtierende Tag-Team-Champions das Gold wieder nach Hause zu bringen. Und wenn wir Luke Harper und Eric Rowan kennen, dann werden sie auch genau das tun. Ja. Das beste Tag-Team von SmackDown müssen sie schlagen, aber das beste Tag-Team von SmackDown ist nicht mal halb so gut wie das drittbeste Tag-Team von Monday Night Raw. Ah. Mal sehen, aber unterschätzt bloß nicht diese Guns. Die haben schon einiges geschafft, was wir nicht so gedacht hätten. Vollstes Vertrauen in Eric Rowan und Luke Harper. Beim Pay-Per-View, ihr Rematch quasi gegen die Motor City Machine Guns, werden sie gewinnen, um dann endlich ihre fulminante Rückkehr nach Hause zu feiern mit dem Gold um die Hüften. Und wir freuen uns schon wieder auf die Wyatt Family. Auf jeden Fall. Sie sind zurück. Zwar nur für eine Woche jetzt, aber nächsten Monat wieder komplett bei Monday Night Raw. Oh yeah. Und dann noch als unsere amtierenden Tag Team Champions. Ich meine, wer will auch schon bei SmackDown sein, wenn man die eigenen Leute beleidigt und schlecht darstellt und nicht gut vermarktet? Mhm. Tja, das ist immer, es war höchst unprofessionell. Da haben sie auch. Höchst unprofessionell. Ja. Professionell. Haben sich Harper und Rowan auch ganz stark bei uns beschwert, uns darüber informiert, über die Zustände bei SmackDown, wie dort stolze Raw-Wrestler behandelt werden. Aber naja, dies ist ein anderes Thema. Das werden wir quasi auch neue Anklagepunkte bestimmt haben können, weil die Klage wird immer noch, ja, es ist unglaublich. Wir dachten eigentlich, dass die Geschichte eigentlich schon nach einer Woche hätte zu Ende sein können, aber wie dieses gute Rechtssystem leider auch ist, man kann ständig wieder in Berufung gehen und neue Streitpunkte finden und deswegen, aber wir werden wie immer, wie es in Raw ist, für Recht und Ordnung sorgen und auch dafür sorgen, dass diese Klage bestimmt bald endgültig durchgesetzt werden wird.
Und mittlerweile kennt ihr ja SmackDown spätestens seit diesem Monat, seitdem sie die Wild Family bei SmackDown hatten. SmackDown stellt sich immer quer. Ja. Und mit denen ist einfach nicht leicht zu verhandeln, aber wir ziehen das durch. Für euch, für unsere Zuschauer, genau. Für Monday Night Raw. Ich verfolge diese Klage schon seit Monaten nicht mehr, das war mir dann irgendwann zu blöd. Da habe ich mir gedacht, das ist sehr unclever, CEO. Ja, es geht hier aber nicht mehr, um deine zwei Brands, die sich gegenseitig verklagen. Aber ich meinte nicht mehr so groß wie zuvor, weil irgendwann ging es mir dann auch mal auf den Keks. Ja, wir werden Fakten schaffen für dich, Daniel. Mhm. Ja. Und dann werden wir dir diese Fakten vorlegen, dann musst du dich da nochmal einmal mit auseinandersetzen. Ja. Und dann war es once and for all. Ja, tut mir leid, Daniel, aber so ist das Rechtssystem. Es kann auch sein, dass irgendwie Leute, die eine Straftat begangen haben, die werden erst Jahre danach erst quasi offiziell angeklagt. So können sich Sachen wirklich jahrelang, monatelang verschieben. Aber also ihr wisst schon, bis 2K20 ist es dann mal geregelt. Nein, das wird noch schneller gehen. Wir werden haben die besten Leute finden. Hinter uns. Ja, gute Anwälte. Und wir werden das so schnell wie möglich hinbekommen. Kappa. Aber bevor wir dann, oder ich glaube, wir haken das jetzt einfach mal wieder ab. Mhm. Wir sind da dran, das ist eh Sachen, die nicht an die Öffentlichkeit geraten sollen. Und wir machen, glaube ich, jetzt weiter. Der Opener ist vorbei, Cooper. Aber wir haben noch andere Sachen zu klären. Ja, genau, denn wie es in den letzten Wochen hier war, sind wir ja quasi hier an diese verrückte Viper gestoßen in diesem Monat, quasi die endgültig ausgerastet ist und keine Ahnung, wir wissen nicht, was mit Randy Orton los ist, aber er ist einfach nur noch auf einer Rampage-Tour, er fühlt sich quasi schlecht behandelt, nicht richtig gewürdigt und greift deswegen jeden an, der ihm da in die Quere kommt. Und da wir ja Raw immer für Recht und Ordnung, auf jeden Fall ganz viel Ordnung stehen, ist Randy Orton für uns gerade im Moment ein ziemliches Dorn im Auge. Er ist eine neue Quelle des Chaos, das sich hier gebildet hat. Und zu uns kam dann diese Woche eines seiner letzten Opfer zu uns und wollte quasi in einem One-on-One-Match, in einem fairen Match seine Rache kriegen. Und zwar ist dieser Mann JBL. Oh ja, JBL, die Legende gegen den neu erfrischten, wieder aufkommenden Legend Killer. Ja. Und Randy Orton, die Viper außer Kontrolle. Der Legend Killer gegen die Legende JBL. JBL wollte dieses Match, er wurde ja letzte Woche attackiert mit dem RKO im Backstage-Bereich auf die Metallkiste. Mhm. Out of nowhere, ganz wichtig. Oder out of nowhere. Out of nowhere. Und ja, Randy Orton gegen JBL. In einem Wrestling-Match, wo kein Chaos regiert, Randy, wird dieser, ja, Zwist beendet. Genau. Gewinnt Randy. Und, glaube ich auch. Ja. Er ist sehr fokussiert. Ja. Ja. Er ist sehr fokussiert. Er ist da, voll bei der Sache. Ich da so beim Pre-Show-Panel so, ja. Ja. Was meinst du dazu? Ja. Wir sind ja auch gerade noch in der Pre-Show, Cooper, ne? Spaß. Ja, auf jeden Fall. Mitten in der Pre-Show. Nein, das war so ein Beispiel. Ich weiß. Ja, weil das Ding wird ja nicht in der Main-Show gezeigt, das Pre-Show-Panel. Ich weiß. Gut. Aber ja, Randy Orton wird JBA hier nach Hause schicken. Und Randy Orton verliert. Verliert. Oh. Ja, und aber, JBL kann seine Rache vollführen. Ja, aber seine Rache kann er nicht wirklich vollführen, denn Randy Orton, so angestochen wie eh und je in den letzten Wochen, ja, ihm ist einfach völlig egal, was hier abgeht. Dieses Match ist nicht mal eine halbe Minute alt und schon ist Randy Orton mit JBL in den Ringseilen, kloppt ihn da windelweich. Den Referee-Count, ja, ignoriert Randy Orton, den normalen Five-Count. Der Referee will Randy Orton von JBL loslösen. Randy Orton schubst den Referee weg, der kommt zu Fall. Und Leute, gleich die Ringglocke. Und wir haben nicht mal eine Minute ein Match zwischen Randy Orton und JBL. Und ja, der Referee beendet dieses Match hier gleich via Disqualification. Und gerade wo die Ringglocke ertönt, gibt's dann auch den RKO quasi zeitgleich für JBL. Und somit wird JBL auf die Matte gestreckt. Aber Randy Orton scheint noch nicht fertig zu sein, Cooper. Ja, denn Randy Orton hat ja ein
bedeutenden Move in seinem Arsenal, den er immer quasi für Zerstörung genutzt hat. Er geht in die Ringecke, macht sich bereit und alle wissen schon sofort, welchen Move er hier ansetzen möchte. Und zwar den schon fast legendären Punt-Kick von Orton, der natürlich höchst gefährlich ist. Und während Leute nur geschockt zusehen können, scheint es quasi schon um JBL geschehen zu sein. Doch dann ertönt die Musik von Sami Zayn. Oh, ja. Oh, oh, oh. Let's go! Sami Zayn ist hier! Ja, Sami Zayn rennt zum Ring mit einem fokussierten Blick auf Orton. Dieser schaut natürlich sofort zu Sami. Sami slidet in den Ring. Du Test Press gegen Orton, ja, sehr, sehr ironisch. Und kloppt wie verrückt auf Orton ein. Orton weiß nicht, wie um sich geschieht. Er ist sehr überrascht, dass hier jemand es wagt, quasi, sich ihm in den Weg zu stellen. Und dieser kann sich dann nach quasi einer Prügelei schnell aus dem Ring quasi wieder rausrollen und flüchtet in die Zuschauermenge. Und Sami Zayn steht nur noch im Ring, geht da so an die Ringseile und macht so wegscheuchende Bewegungen an Orton. Hilft JBL auf und ja, lässt sich dann von der Menge bejubeln, die quasi unbedingt in solchen chaotischen Zeiten so einen mutigen und tapferen Helden brauchen, in diesem Falle, der da für Recht und Ordnung sorgt. Und wir wissen es ja alle, JBL ja damals General Manager bei NXT gewesen, wo Sami Zayn zu NXT gekommen ist. Und wie gesagt, Sami Zayn hatten wir auch schon öfter im Universe. Man respektiert JBL, die Person JBL, unheimlich. Im ersten Monat hat er ihm geholfen, einem Tag Team Match. Genau, er respektiert diese Person JBL unheimlich, weil JBL sehr viel für seine Karriere hier in der WWE getan hat. Und deswegen hilft er hier natürlich auch JBL und hilft ihn hier auf. Und beide verstehen sich einfach blendend. Und ja, Koba hat schon gesagt. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Koba. Für mich ist das einfach viel zu viel Chaos. Ja, das geht nicht. Wir müssen hier wirklich mal einen Schlussstrich ziehen bei dieser Geschichte. Wir haben jetzt unsere Aufmerksamkeit auf Randy. Ich hoffe, das ist das, was er erreichen wollte, denn Randy, du hast unsere Aufmerksamkeit und bitte, du musst jetzt mal langsam mit aufhören. Bitte unterlasse das. Bitte unterlasse das, sonst müssen wir andere quasi schmerzhaftere Lektionen quasi für dich rausholen. Es haben sich schon Superstars uns eindeutig in den Weg gestellt, haben diese Grenze überschritten und du hast gesehen, was mit denen passiert ist. Beispiele wie Chris Jericho, Dean Ambrose und du willst nicht auf dieser, Fandango, du willst nicht auf dieser Liste stehen von gebrochenen, gegessenen und im Krankenhaus liegenden Superstars. Deswegen, das ist unsere letzte Warnung an dich. Wir werden noch für dich ein Angebot für den Pay-Per-View nochmal quasi uns zusammensetzen. Wir werden noch ein Angebot für dich entwickeln. Wir gehen einen Schritt auf dich zu. Wir möchten einen Kompromiss mit dir eingehen, aber dieses Chaos muss jetzt enden. So. Absolut. Da stehe ich voll auf Coopers Seite. Es wird enden. Wir werden uns zusammensetzen, was für ein Pay-Per-View geplant ist. Ja. Wir werden eine Lösung finden, mit der jeder einverstanden sein wird. Mhm. Und bis dahin solltest du dir keine Übergriffe mehr erlauben. Auf jeden Fall. Gut. Dann würde ich sagen, können wir das Match auch abhaken und kommen zu dieser epochalen, monumentalen Intercontinental Championship-Fehde. Und ja, wir haben ja das Armageddon Hell in a Cell Intercontinental Championship-Match bei Night of Champions im Main Event angekündigt. Ein großes Match wird's werden mit 6 Contendern inside Hell in a Cell um endlich den amtierenden und endgültigen Undisputed Intercontinental Champion zu krönen. Und wir haben uns was sehr Spezielles nochmal für diesen Monat, für diese Woche ausgedacht, Koba, für die letzte Woche vor Night of Champions. Oh ja, auf jeden Fall. Das ist mal wieder ein nettes Match, wo quasi alle 6 Contender dieses Matches aufeinandertreffen. Und zwar dachten wir uns, komm, wir lassen es mal eskalieren. Ein 6-Man-Tag-Team-Match. Auf der einen Seite Tommy End mit Sheamus und Mark Henry gegen das Team von Axita Junior, Neville und Shelton Benjamin. Wir lassen die aufeinandertreffen, die Gegner. Die Wrestler können sich gegenseitig ein bisschen quasi abtasten vor dem Match, können sich warm machen, können sich heiß gegeneinander machen, quasi aufeinander machen auf dieses Match und auch die Crowd quasi schon auf dieses Match ein bisschen vorbereiten und schmackhaft werden lassen. Oh ja, und was mir hier sehr gut gefällt,
Es stehen genau diese Paarungen hier gerade gegenüber, die so die letzten Wochen immer gegeneinander hatten. Tommy and Axita Junior, monatelange Fehde. Sheamus und Neville ja jetzt auch diesen Monat aufeinander gestellt. Das ist quasi hier perfekt aufgestellt. So. Genau. Benjamin und Mark Henry auch Vollgas am Geben. Ja. Und ich habe mir schon was dabei gedacht, wo ich die in welcher Reihenfolge aufschreibe. Ja. Das ist gut. Das passt schon alles und muss ich mich hier erstmal selbst beneißen. Nice, Mann. Oh, yeah. Und wir kommen jetzt zu dieser epochalen Schlacht. Ein Heißmacher auf dieses Six-Man-Armageddon Hell in a Cell-Match. Hier sind es noch zwei Teams, aber bei Hell in a Cell werden 6 Leute alle gegeneinander heißen. Niemand darf den anderen vertrauen. Absolut. Jeder gegen jeden. Absolut. Und ich habe keine Ahnung, wer gewinnt. Ich auch nicht. Also die Teams sind quasi für mich echt wirklich auf einer quasi Stufe gegeneinander. Ich werfe jetzt live eine Münze. Zahl ist Team Face quasi und Kopf ist Team Heel. Dann fange ich mal an. Ich gehe mit Axel, Dieter, Neville und Benjamin. Ich werfe einen Würfel. Und ich habe Kopf und somit ist Team Heel Tommy and Sheamus also und Mark. Du hast noch mehr zufällig. Ich habe einen 6er Würfel. Tommy and ist die 1, Axel, Dieter, Junior 2 und so weiter. Und jawohl. Okay. Shelton Benjamin pinnt jemanden, habe ich gesagt. Okay, ja, also Team Face ist ja durchaus möglich, weil Shelton Benjamin war ja bis vor dem SummerSlam der einzige Number One Contender auf der Intercontinental Championship. Wie das alles verlaufen ist, wissen wir mittlerweile. Aber ein Ehrenmann, wie er ist, streut er natürlich keinen Kampf, er geht keine Schlacht aus dem Weg. Und schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ich gehe mit Team Heel, ihr beiden mit Team Face. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube einfach, dass Sheamus hier irgendjemanden wieder pinnen wird. Sheamus ist geil. Bei Sheamus. Dann sag ich einfach mal Neville, dass der irgendeinen pinnt. So, los geht's. Und? Na, Sheamus war korrekt. Sheamus OP, lol. Und Sheamus pinnt Neville. Ja. Also Sheamus steigt sich hier wirklich zu einem extrem kranken Favoriten auf dieses Match aus. Also die Tippraten oder wie, keine Ahnung, wie das heißt, ich mache keine Tippspiele, die Tippraten auf Sheamus werden wirklich am höchsten sein zu diesem Pay-Per-View. Und er avanciert sich hier wirklich zu einem großen, zu dem größten Herausforderer, zur größten Gefahrenquelle. Aber das ist zwar natürlich ein Vorteil für sein Selbstvertrauen, aber für das Pay-Per-View-Match könnte es ein Nachteil sein, denn das könnte heißen, dass die anderen quasi sich gegen ihn verbünden könnten, weil sie zu viel Angst vor ihm haben oder weil sie dann denken, dann haben wir die größte Gefahrenquelle als erstes beseitigt. Absolut, also aber ganz ehrlich, selbst wenn 5 Leute sich Sheamus gegenüberstellen, glaube ich mittlerweile nicht mal, dass die ihn aufhalten können. Domino, Bro-Kick-Domino-Effekt, alle Köpfe fliegen ab in der Reihe. Es ist einfach unglaublich. Und ja, nach dem Match ist es noch nicht vorbei, denn es eskaliert nochmal völlig. Tommy End steht im Ring und bekommt die Landungsbrücken von Axel Dieter Junior ab. Und dieser Axel Dieter Junior bekommt aber gleichzeitig dann auch den World Strongest Slam von stärksten Mann der Welt, Mark Henry, ab. Mark Henry aber bekommt den Superkick von Neville ab. Und Shelton Benjamin kommt in den Ring geslidet, turnt hier quasi gegen seinen Tag-Team-Partner. Aber nein, es geht hier einfach darum, ein Statement zu verpassen. Es gibt den Pay-Dirt gegen Neville. Aber das ist noch nicht alles, denn Sheamus kommt nochmal in den Ring. Da liegt Tommy End noch drin. Aber bevor er sich Tommy End widmet, gibt's den Bro-Kick gegen Shelton Benjamin. Das Celtic Cross aus dem Ring gegen Shelton Benjamin. Ein neuer kranker Spot in der Karriere von Shelton Benjamin. Und langsam berappelt sich der amtierende Intercontinental Champion. Und das merkt auch der Contender, der härteste Contender vielleicht von allen 5 anderen Contendern, Sheamus. Der dreht sich um, macht sich bereit. Tommy End dreht sich um und es gibt den Bro-Kick. Die Köpfung, die Hinrichtung quasi für Tommy End. Und somit ergreift Sheamus den Title Belt, den Intercontinental Championship. Und posiert mit diesem über Tommy End. Und macht hier eines klar, er wird Night of Champions mit dem Title Belt verlassen. Wirklich ein sehr beeindruckendes Statement von Sheamus. Und ich habe schon vorher gesagt, also Sheamus könnte auch locker um den großen Title auch mitfäden, so stark ist er. Deswegen, er ist wirklich ein sehr kranker
Mann hier in dieser Fehde und zeigt dir wirklich Woche nach Woche, dass er wirklich der stärkste Contender ist. Wer weiß, was er vorhat nach seinem Begehen um den Intercontinental Title. Wer weiß, was er noch vorhat? Na, das wird ihm bestimmt nicht reichen. Absolut, da bin ich auch bei dir. Und ich bin echt gespannt, wie es mit dem Intercontinental Championship Titel Match bei Night of Champions weitergeht. Weil dann werden wir endlich einen Undisputed Intercontinental Champion haben. Auf jeden Fall. Und ich freue mich drauf. Weil alle sechs haben das Zeug dazu, dieses Match zu gewinnen. Aber Sheamus ist einfach on a roll. Ja. Kann man einfach nicht anders sagen. Der Mann eskaliert. Aber man kann es nur nochmal erwähnen, es sind halt Six Men und... Absolut. Und so wie Cooper auch meinte... Sheamus muss da nichts mit zu tun haben. Absolut. Und wie Cooper auch meinte, vielleicht verbünden sich zwei, drei Leute oder einfach nur zwei Leute gegen Sheamus. Und dann sieht das Ganze vielleicht schon etwas brenzliger aus, aber selbst gegen zwei Leute ist Sheamus momentan einfach eine Macht. Und solche Matches formen sich immer gerne kurzzeitige Allianzen, die dann auf jeden Fall schnell wieder aufbrechen. Aber in der Zeit, wo sie bestehen, können sie auch Schaden anrichten gegen einen jenen. Absolut. Und ich bin sehr gespannt. Sheamus jetzt zum zweiten Mal hintereinander jetzt schon Neville geschlagen. Nicht hintereinander, aber zum zweiten Mal innerhalb von 3 Wochen. Ja. Neville gepinnt. Auch interessant. Schauen wir mal. Vielleicht wird Neville es aber trotzdem beim Pay-Per-View schaffen. Man sollte hier überhaupt keinen irgendwie als Außenseiter oder... Ja, unterschätzen, genau. Man sollte hier jeden ernst nehmen, weil jeder kann diesen Titel einfach bei Night of Champions gewinnen. Sonst wäre er nicht in diesem Titelmatch. Absolut. Wir haben aber bei Night of Champions nicht nur das Intercontinental Championship Match, sondern wird natürlich auch der WWE Championship auf dem Spiel stehen, Cooper. Auf jeden Fall. Und da gab es ja in der letzten Woche quasi eine kleine Auseinandersetzung zwischen Batista, der da den Number One Contender Bray Wyatt konfrontiert hat. Ja, ich pack da mal gerne ein zurziges R rein, obwohl das Quatsch ist. Konfrontiert hat. Genau. Mit der Hilfe von Y2J Chris Jericho und Bray Wyatt hatte natürlich Braun Strowman an seiner Seite. In letztwöchigen Ausgabe konnte das Team von Batista und Y2J die Wilds aus dem Ring quasi rausprügeln, konnte da in diesem kleinen Brawl als Sieger hervorgehen. Aber wir wollten dann quasi auch quasi in dieser Konstellation, in diesem Match, wollten wir da einen eindeutigen Sieger haben. Deswegen haben wir das jetzt auch mal hier vor in der letzten Raw Show vor Night of Champions als Tag Team Match angesetzt, dass da nicht quasi chaotisch was geregelt wird, sondern auf jeden Fall mit Ordnung in einem Match. Batista und Y2J treten an gegen Bray Wyatt und Braun Strowman. Genau, es gibt nur ein Tag Team Match. Batista und Chris Jericho haben ja den Wyatts quasi die Chance gegeben, in allen möglichen Konstellationen gegen die beiden anzutreten. Somit hätte es hier auch 4-2 heißen können, aber wir wollen ein faires Match vor dem Pay-Per-View. Wir wollen uns nichts nachsagen lassen. Ja. Und somit hat sich Bray Wyatt entschieden, Braun Strowman an seine Seite zu nehmen, nachdem seine anderen beiden Brüder, ja, heute auch noch als neue Tag Team Champions gekürt wurden. Sie sind zwar hier, aber sie stehen nicht in diesem Match. Von daher, ja, wird es ein ganz normales Tag Team Match. Ordnung ist immer noch an oberster Stelle bei Monday Night Raw. Und somit bin ich sehr gespannt, wie dieses Match endet, weil sowohl Batista als auch Bray Wyatt sehe ich irgendwie auf einem Level. Klar konnte Batista Wyatt noch nie besiegen, hier ist es aber auch ein Tag-Team-Match jetzt. Ja. Wir wissen alle, die Erfahrung ist definitiv auf Batistas und Chris Jerichos Seite. Chris Jericho 6-facher World Champion, Batista auch 6-facher World Champion. Ja. Beide also schon 12-fache World Champions gewesen insgesamt. Mhm. Bray Wyatt noch keinen Einzeltitel gewonnen, Braun Strowman noch sehr frisch in der WWE. Ja. Was kein Jahr auch verbracht. Ziemlich bitter ist, dass Bray Wyatt noch keinen Titel hat. Mhm. Ja, genau, aber genau das möchte er ja bei Night of Champions ändern. Mhm. Genau das möchte er ändern. Aber die Erfahrung ist auf der Seite von Batista und Chris Jericho und das könnte in einem Tag-Team-Match wie diesem den Ausschlag geben. Andererseits sind die Wilds jetzt aber schon jahrelang ein Team, auch wenn Braun Strowman noch nicht so lange dabei ist, aber seit Tag 1, seitdem er in der WWE ist, ist er in diesem Team.
Und somit ist dieses Team definitiv bestimmt von der Harmonie deutlich besser dran. Genau. Es wird sehr interessant zu sehen sein, wer sich hier durchsetzt. Sagen wir mal so, auch Chris Jellicoe hat zwar quasi mit Bray Wyatt hier quasi einen gemeinsamen Feind, aber mit Chris Jellicoe ist auch so ein Typ, der gerne immer ein bisschen egoistisch denkt und quasi auch immer ständig seine Augen quasi auf dem World Title hat. Deswegen, ob Batista ihn jetzt wirklich nur 100% vertrauen kann, ist auch eine andere Frage. Ja, macht der Ego von Chris Jellicoe Probleme, ist auch die Frage, sicherlich. Mhm. Aber wir können jetzt viel philosophieren. Oder wir können sagen, wir schauen einfach, wer sich durchsetzt. Mhm. Und ja, Daniel, Cooper, eure Tipps? Schwierig. Ich habe auch keine Ahnung, deswegen, mein Würfel sagt Bray Wyatt. Ich sage einfach mal Batista Jericho. Okay, dann mache ich jetzt mal meinen Würfel. Und ich würfel. Es sind 4 Leute, ne? 4 durch 6 ist schlecht. Aber 1 bis 3 ist Batista gegen Chris Jericho. 4 bis 6 die Wyatt Family. 1 bis 3, okay. Und 1 bis 3 ist also Batista gegen Chris Jericho werden, oder Batista und Chris Jericho werden gewinnen. 1 bis 3 Batista, 4 bis 6 Chris Jericho, 4. Jericho wird den Pin einfahren. Okay. Sehen wir mal. Und? Korrekt? Ja. Der Würfel hat recht. Chris Jericho pinnt sogar Bray Wyatt, hat hier quasi eine kleine Rache bekommen, quasi für die letzten Male, die Bray Wyatt und Chris Jericho da aneinander trafen. Chris Jericho wurde ja auch quasi einmal von den Wyatts mitgenommen. Absolut. Ich möchte aber nochmal auf vor 2 Monaten darauf hinweisen, liebe Freunde. Da stand Luke Harper mit Finn Balor in dem Tag Team Match im Main Event von Raw vor Money in the Bank. Und Luke Harper hatte ja damals auch den Plan im Tag Team Match, dass er so wenig wie möglich kassiert, damit er so fit wie möglich beim Pay-Per-View ist. Und fast wäre sein Plan aufgegangen. Fast wäre er Mr. Money in the Bank gewesen. Ich kann mir hier gut vorstellen, dass die Wyatt Family hier kein großes Risiko eingehen wollte und sich recht schnell ergeben hat. Wer weiß. Klar, es ist Prestige, ein prestigeträchtiges Match. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Bray Wyatt, schlau wie er ist, deutlich mehr hätte geben können, aber es nicht riskieren wollte. Vielleicht sogar noch angeschlagen in sein World Championship Match zu gehen. Schauen wir mal. Aber Copa, Batista und Chris Jericho verlassen auch so schnell wie es geht dann auch den Ring, weil wir kennen die Wyatt Family. Ja. Und die beiden stehen auf der Rampe. Ja, und jubeln noch Chris Jericho. Batista hebt die Hand quasi hoch von Chris Jericho, aber in dem Moment werden diese Hinterrücks angegriffen von den Tag Team Champions. Luke Harper und Eric Rowan. Sie kriegen quasi den Titel an ihre Hinterköpfe gerammt. Und werden dann hinterrücks angegriffen, attackiert, werden dann auch mitgenommen von den beiden, in den Ring gerollt, direkt in die Arme von Bray Wyatt und Braun Strowman, welche sich schon erholt haben. Es gibt die Sister Abigail gegen Batista, Chris Jericho wird ausgechoked und gemeinsam steht da die Wyatt Family. Bray Wyatt geht auf die Knie und sagt nur, follow the bosses. Ja, trotz der Niederlage hat man irgendwie das Gefühl, dass das Momentum auf Bray Wyatts Seite ist. Ich bin sehr gespannt, wie dieses WWE Championship Match beim Pay-Per-View vonstatten läuft. Aber Momentum hin oder her. Sehr gespannt. Das, was zählt, ist das, was am Sonntag passiert. Absolut korrekt. Und ich bin wirklich unglaublich gespannt, wie Batista und Bray Wyatt gegeneinander antreten werden. Und schauen wir mal, wer von beiden dann Night of Champions als World Champion von Raw verlassen wird. Ja. Viel Geschichte zwischen den beiden, viel Geschichte. Genau, ja. Auf jeden Fall. Geht auch quasi auf den letzten Universe-Modus zurück. Aber genug davon, wir haben hier diese Fehde, also nicht die Fehde, aber wir haben dieses Segment hier abgeschlossen. Da Leck macht Copa am Start. Geil. Internet, yo, for life. Internet, for life. Kann man mich an jetzt? Es geht gerade wieder besser, ja. Ich wollte eh nur quasi sagen, dass meiste wird jetzt Jung quasi sagen, ich wollte nur hier eine Einleitung sagen, und zwar, dass
aufmerksamen Zuschauern hier aufgefallen ist, dass die guten Women's Wrestlerinnen noch quasi ihr Match bestreiten sollten. Und da gab es auch eine kleine Hintergrundgeschichte, die euch der gute Jung erzählen wird, nicht wahr? Oh ja, liebe Freunde, wir haben hier wirklich ein Blockbuster-Main-Event. Ein unglaublich krankes Match. Wir haben hier wirklich... Wir sind selber davon überrascht worden. Denn, wir haben es ja mitbekommen, die gute Lita hat ja beim SummerSlam ihren Titel verloren an die gute Asuka. Somit ist Lita nicht mehr Women's Championess. Sie hat ihre Dominanz ein wenig diesen Monat verloren, indem es so schien, als würde sie in ein Loch fallen. Sie hat in der zweiten Woche noch gegen die ehemalige Women's Championess Alicia Fox verloren. Und so kennt man Lita nicht. Klar, bei Raw kann man jetzt sagen, war Lita irgendwie noch nie so wirklich on top. Aber so kennt man Lita trotzdem nicht. Auch bei Raw hat sie ihre Momente gehabt und ihre Siege gefeiert. Und wir haben einen Anruf die Woche bekommen. Und wir haben einen Anruf von einer guten alten Freundin von Lita bekommen. Einer oder ihre größte Rivalin, die sie in ihrer WWE-Karriere hatte. Und diese Freundin ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ich möchte es noch einmal tun. Ich möchte mit meiner Freundin Lita, mit meiner größten Rivalin, Raw Main Eventen. Ich möchte es noch einmal tun. Und ich möchte meiner besten Freundin den Kopf waschen. Ich möchte sie reinwaschen. Ich möchte sie aufwecken. Ich möchte ihr zeigen, dass immer noch das drinsteckt, was sie immer so stark gemacht hat. Ich möchte, dass wir die bestmögliche Lita bei Night of Champions sehen werden, dass wir das bestmögliche Match zwischen Lita und Asuka um den Women's Title bei Night of Champions sehen. Und aufmerksame Zuschauer, treue Zuschauer der WWE wissen jetzt eigentlich, von wem wir reden. In unserem Büro, auf uns zugekommen, ist niemand Geringeres als die Rekordhalterin des Women's Titles, Trish Stratus. Und somit heißt der Main Event vom Monday Night Raw nach Jahren noch einmal Lita, die Number One Contenderin auf den Women's Title von Asuka, gegen Trish Stratus. Oh yeah. Und diese Ansetzung hört sich natürlich quasi legendär und sehr schmackhaft an. Die Rivalitäten, die diese beiden zusammen hatten, sind legendär. Legendär. Sowas möchte man sich natürlich nicht entgehen lassen. Hier in New Orleans. New Orleans. Wir sind in New Orleans. Absolut, das möchte man sich nicht entgehen lassen. Die vielleicht besten Women's Wrestlerinnen, die es jemals gab, treten hier gegeneinander an. Und ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall. Trish Stratus hat hier nur gute Intentionen. Kann sie das Beste aus Lita rausholen? Ich möchte quasi wieder den Funken in Lita erwecken. Das Feuer soll wieder entfacht werden. Und ich bin sehr gespannt zu sehen, wie sich Lita hier dann schlägt. Wird sie quasi im Match wieder aufgeweckt? Kann sie sich wieder zurückkämpfen, wie zum Beispiel damals hat Jung ja die Referenz gemacht in Tommy End? Oder fällt sie noch tiefer in das Loch? Ich komme am Ende gar nicht mehr raus. Das ist ja natürlich tragisches Ende. Ja. Und ich bin gespannt, wie Lita reagieren wird, weil sie weiß nicht, gegen wen sie antritt. Ja. Wenigstens jetzt wird sie es wissen. Da ertönt die Musik ihrer besten Freundin. Und da sieht man schon, sie fordert sie herein. Sie lächelt ein wenig, aber da kommt sie. Die Rekordhalterin des Women's Championess Titles. Trish Stratus, eine absolute Legende. Und sie macht, sie feiert ihr Debüt im Universe Mode hier im Main Event von Monday Night Raw. Besser geht es nicht. In einem wirklich quasi potenziellen 5-Star-Women's Match hier. Aber so sehr wird es natürlich nicht eskalieren. Glaube ich auf jeden Fall nicht. Schauen wir mal. Trish möchte das Beste aus Lita rausholen und ich bin gespannt, ob sie das schafft. Jo. Auch wenn es vielleicht eine Stratisfaction dafür braucht. Genau. Auch wenn es eine Stratisfaction dafür braucht. Oder ein Chick Kick. Oder eine Stratosphere. Mir ist es egal. Ja, und natürlich, aber man wird auch sehen, genau. Und man sieht auch quasi, Asuka verfolgt natürlich dieses Match im Backstage-Bereich. Genau. Kann das Lita wachrütteln oder hält sie sich jetzt noch mehr zurück? Wer weiß.
weil es ihre beste Freundin ist. So, was kommt da jetzt? Da sieht man aber, dass beide sich unglaublich respektieren. Fair. Natürlich sind beide fair, aber da kommt schon. Brutalen Schläge und der brutale Dropkick von Trish Stratus. Ja, die geht direkt auf von 0 auf 100. Und haut hier jetzt schon richtig rein, möchte ihr Lita aufwecken. Und, ja, wer weiß. Ich bin sehr gespannt. Lute Press. Press, das sieht man. Sie möchte die Schläge gegen Lita. Sie möchte es aus Lita rausprügeln. Ja. Dieses Feuer, wo ist das Feuer? Wo ist das Feuer, wovon Lita eine Karriere gemacht hat? Spear! Spear! Und sie holt ein Spear raus. Ehemaligen Garten natürlich, der Spear von Lita hier. Und? Powerbomb! Es scheint zu wirken, aber da kommt Trish Stratus mit dieser im Liegen, diese Hurricanrana. Was eine Aktion von Trish. Ja. Was ist das? Oh, nochmal. Zack. Weil sie ein bisschen spielerisch gerade mit Lita. Ja, vielleicht möchte sie auch provozieren. Auch möglich. Auch mit diesen harten Schlägen. Ja. Weil wenn... Ja. Einer weiß, wie man Lita provozieren kann, dann bestimmt Trish Stratus. Ja, wundervolle Hurricanrana. Was ist das? Tja, da jetzt vor. Stretch hier das Bein richtig durch. Interessanter Submission Move hier. Ist natürlich schlau, Trishes Beine aus dem Spiel zu nehmen. Ihre Rückenbeine. Was kommt denn jetzt? Was hat Lita vor? Ein Arm-Drag-Konter. Es gibt dem. Sie hier wahrscheinlich zu viel Zeit, um ihre Aktion vorzubereiten. Wird gekontert. Lita kann sich aus dem Weg rollen. Ja. Und da sollte die DDT kommen. Krachende Clothesline. Schöner Konter hier von Lita. Aber da gibt's den Leg Sweep, der Page-Turner quasi. So. Gerade viel am Countern hier. Ein Schlag. Also Trish ist wirklich ganz schön hart bei der Sache. Hält sich hier auch nicht zurück. Nein, das hat sie aber auch angekündigt. Ja, auf jeden Fall. Sie möchte das Beste aus ihrer größten Rivalin und ihrer beste Freundin. Snap Suplex von Lita. Bisher aber 50-50 das Match. Jo. Beide schlagen sich hier richtig gut. Ja. Boah. Auch mit beide mit hier wirklich stiffen Aktionen. Hauen hier quasi zu Cover. Gesicht in die Matze mit voller Kraft. Definitiv das Cover, aber das wird nicht reichen. Man braucht ein wenig mehr, um eine Legende wie Trish zu schlagen. Aber das weiß natürlich eine Legende wie Lita auch. Ja. Aber was ein Throwback. Nochmal Main Event von Monday Night Raw, die beiden. Was ein Dream. Dream come true hier bei Raw. Auf jeden Fall. So. Schöner Back-Suplex. Ja, oh, was ist eigentlich los mit dir? Oh ja. Das ist wie dieser Erfolg, du. Overhead Takedown jetzt hier von Trish. Ja. Ah, die Knie in den Rücken und dann die Arme zurückgezogen. Oh, gefährliche Aktion. Üble Aktion. Ja, auf jeden Fall. Na, Lita kann sie noch nicht befreien. Zappelt hier nur rum, aber. Trish kann sie lange in dem Move halten. Auf jeden Fall. Sehr, sehr lange. Lita jetzt findet aber. Keinen Kick, aber jetzt kommt sie langsam hoch. Kann sie sich befreien. Was folgt jetzt? Nimmt hier Trish Stratus am Kopf. Legt sich die Seile. Whip in. Und Spear. Ja, wieder der Spear. Wie ist so wir hier in diesem Also, die Spears kommen immer, wenn man es jetzt hier am wenigsten erwartet in diesem Match. Oh. Was eine Aktion jetzt nochmal. Zwei krachende Spears von Lita. Und wir kennen Batista, er macht das auch gerne. Ja. Zockt in den Rücken. Ist es das Feuer wieder? Ja, wer weiß. Oh, Twist of Fate! Out of nowhere. Also, es ist gerade irgendwie so eine ruhige Phase. Dann einfach Twist of Fate. One. Hand im Seil. Hand im Seil. Trish. Ja, schlau, ja. Ihre Ringübersicht. Die Veteranen. Erfahrung. Ja, Erfahrung, diese Veteranen weiß. Wo sie sich im Ring befindet. Reift sie ins Untersetzer. Ja, Lita jetzt! Ausgewichen! Springboard geht hier daneben, die Springboard-Aktion. Und jetzt hat hier Lita quasi wirklich Druck auf sich. Sie hat hier ihren größten Move rausgeholt und Trish konnte mit einer schlauen Aktion rauskommen. Kann jetzt kontern und jetzt ist Lita unter Druck. Und jetzt wird sie gekontert. Weil jetzt kann wieder ein Konter. Quasi hier wirklich die Essen im Ärmel rausholen. Ich bin mir sicher, dass Lita bis jetzt hier schon
ihre stärkste Aktion gezeigt hat, ihren Finishing Move. Oh. Schauen wir mal, was hat Trish vor? Ich mit ihren Beinen hier. Oh. Was? Ihre Beine sind einfach unglaublich. Was ja. Eine Athletik. Lita ja. Top Rope hier geholt mit der Hurricane Rana. Das war schon. Irgendwie. Aber auch eine harte Aktion von Trish. Ja. Der Weg nach unten war nicht gerade kurz. Ja, aber Trish muss hier noch ein bisschen mehr leisten, um unsere gute Lita wach zu rütteln. Ist hier ein Snap Suplex. Okay. Oh oh. Was hat Trish vor? Sie wartet hier auf Lita, dass sie aufsteht. Was hat Trish vor? Boom. Lita steht! Na. Da sollte der Kick kommen! Der Chick-Kick geht aber daneben! Daneben! Lita, wirklich gute Reflexe! Sehr schnell reagiert, ist natürlich quasi, sie kennt Trish Stratus, sie kennt ihre Moves, sie kennt ihre Aktion. Absolut. Und mit ihrer Erfahrung und mit ihrem Reflex konnte sie auf jeden Fall schnell genug reagieren, um diesem Move ausweichen zu können, was natürlich sehr wichtig war für den Verlauf dieses Matches. Jetzt der Neckbreaker, da gab es aber wieder diese Hurricane Runner und gegen diese Hurricane Runner und gegen diese langen grazilen Beine hat Lita noch kein Mittel gefunden. Scheint irgendwie nicht ganz anzukommen. Sie ist am Anfang des Matches kurz auf die Beine gegangen, hat das dann aber gelassen. Ja. Wäre das der richtige Matchplan gewesen, weil Trish kommt gut zurück und wieder Konter, Side-Rush und Leg Sweep. Side-Rush und Leg Sweep. So, nein, sie wird nicht ausgewiesen. ich hab mich extra zurückgehalten. Oh, Twister Fate! Twister Fate! Trish ist am Start und dann einfach der Finishing Move. War's das schon? Nein, Kick-Out. Okay. Und Trish kickt einfach mal aus dem zweiten Twist of Fate aus, als wäre es nix. Ja, also easy. Es war auf jeden Fall ein sehr früher Kick-Out, auf jeden Fall dafür, dass der zweite Twist of Fate ist. Trish ist mit ihrer Mission noch nicht vorbei. Neckbreaker von Lita. Okay, beide überraschen hier. Lita auf dem Top Rope, gibt's jetzt den Lita Assault? Möglich. Also, das wär ihre letzte Waffe hier gegen Trish. Gibt's jetzt den Lita Assault? Packt sie die letzte Waffe aus? Nein! Nein! Diving Neck Drop! Ist ja interessant. Auch eine Möglichkeit. Ich habe zu viel Zeit. Ich glaube, das reicht nicht. Na, das war zu lang. Gut. Ja. Lita hat sich noch den Schweiß aus dem Gesicht gewischt. Oh, da sollte der Back Elbow kommen. Geht aber daneben. Aber der Whip-In klappt. Hat Trish genug Zeit gegeben, um dann die Energie zu sammeln. Boah, und da wird sie rausgeschlagen. Der Schlag. Mhm. Also, Trish ist gerade auf dem besten Wege, alles aus Lita rauszuholen. Ja. Sieht jetzt richtig gut aus. Mhm. Denn Lita ist jetzt auch heiß und schmeißt sie gegen den Ringpost hier. Lita, ich glaube, man sieht sie langsam wieder. Sie geht hier raus, sie lässt alles raus, sie holt ihre Finishing Moves out of nowhere. Also es ist wirklich, vielleicht ist das hier von Erfolg gekrönt, dieses Match, diese Aktion von Trish. Ja, Trish führte immer dieses Match und dann kam immer der Finisher von Lita oder der Spear. Out of nowhere. Was dann alles gedreht hat. Okay, Lita zurück. Beim Five Count. Lita hilft Trish auf, will natürlich nicht den Countout. Trish kommt, kann sich wieder berappeln und es geht im Ring weiter zwischen den beiden Damen. Und jetzt hat Trish die Oberhand mit dem Whip-In. Ja. In die Ringecke. Komm, jetzt. Was hat Trish vor? Geht sie aufs Top Rope? Oder wird es wieder? Nein, was ist das? Wieder mit den Beinen? Doch, das sieht so aus. Jetzt die Hurricane Run auf dem Top Rope! Ja! Schmeißt sie da runter, wirklich. In die Mitte des Rings. Und jetzt hebt sie Lita auf und kommt jetzt der Chick Kick out of nowhere vielleicht, ohne Ankündigung. Nein, wieder Whip-In. So, Trish gefällt es hier in diesem Match wirklich, ihre langen Beine als starke Waffe zu nutzen gegen Lita. Und nochmal aufs Top, Bro. Wieder aufs Top. Hat sie wieder dasselbe vor? Das kann doch nicht sein. Irgendwann bricht da alles zusammen bei. Trish eskaliert. Und nochmal dieselbe. Yo. Und der Rücken ist doch irgendwann mal durchgebrochen bei Lita. Und sie auf. Und jetzt komm, mach alle vier Ringecken. Ja, auf jeden Fall. Nein, Takedown. Kommt jetzt noch ein Submission. Jetzt kommt wieder der Submission. Der Rücken, also, die möchte keine Ahnung, die Wirbelsäule durchbrechen oder was natürlich davor. Sie möchte Lita wirklich wachrütteln hier. Ja. Aber wenn das hier mit den harten Aktionen durchgebracht werden muss, dann ist es eben so. Dann ist hier quasi der Mittel wird zum Zweck genutzt. Mittel ist. Man sieht hier, dass Trish alles tut, um ihre beste Freundin und ihre Rivalin, ihre größte Rivalin, wieder auf den rechten Weg zu bringen. Und Lita jetzt mit Trish auf dem Top Rope. Oh, das hat sie. Nein, Trish jetzt auf dem Top Rope. Was? Yes, Press. Come on. War ja schon fast eine Senten. Ja,
eine sehr interessante Aktion. Ja. Und jetzt zwischen mit Lita wieder. Neckbreaker. Egal. Ohne Lita irgendeine Verschnaufpause zu geben, gegen den Nacken, gegen den Rücken. Jetzt hebt sie Lita hoch, die kann also aber... Also Lita hat gerade echt Probleme, muss man so sagen. Beide wirklich, das Match geht hin und her. Ja, aber Trish hat hier wirklich quasi im Gegensatz zu Lita einen richtigen Gameplan. Sie geht hier auf eine bestimmte Stelle und bearbeitet diese quasi gnadenlos. Oh, diesmal der Konter. Und die Down Hurricane Runner mit dem Cover hinterher. One, two, three. Oh, nein! Was? Das war nicht drei? Das war nicht drei. Also, das kann doch nicht sein. Also, ich hab's ja nicht drei gesehen. Moment, kickt Trish hier aus. Ja. 2,99999. Ja. Was ein Match der beiden. Der Chop in der Ringecke jetzt von Lita. Und was kommt jetzt? Kommt Tornado DDT. Also ich bin mir sicher, da haben viele einen Dreh gesehen, aber der Referee hat quasi das letzte Wort in solchen Entscheidungen. Okay. Nur mal die beste Sicht. Mhm. Dieter geht jetzt auf die Arme von Trish. Das ja, aber es war auf jeden Fall, also diese Aktion hat Trish extrem überrascht. Das hat man auf jeden Fall gesehen, wie lange hier das Cover da ging. Weil Takedown, jetzt macht Lita diese Submission. Ja. Oh, sehr interessant. Ja. Okay, meine Güte. Aber... Trish wird auch am Ausbrechen hier. Was geht denn in diesem Match? Also, sehr interessant. Oh, was ist? Was ist? DDT! Was ist eine Aktion? Ein spezieller DDT hier. Das sah kurz aus, so von dem Move her, wie ein Twist of Fate. Ja. Was eine Aktion. Was hat Trish jetzt vor? Oh, ich hab schon gesagt, jetzt Suplex. Twist of Fate! Nein, es gibt jetzt einen Suplex. Was kommt? Was setzt sich vor? Trish auch gerade selbst irgendwie, glaube ich, ein bisschen weiß nicht so, was jetzt noch machen soll, aber ihren Finishing Move, den hat sie noch nicht rausgeholt. Ja. Nein, gekontert! Oh, Konter hier von Lita. Die Leute rasten aus. Was kommt das da? Ist der DDT! Der DDT! Mit dem hat sie den Titel gewonnen! Ja. Mit dem Lita DDT hat sie Women's Title gewonnen! Ah, sie nimmt sich gerade ein bisschen zu viel Zeit. Oh, das ist zu lange, aber Trish wäre... Oh, das war doch zu lange, oder? Trish wollte schon wieder aufstehen. Cover one, two... Nein, das war nicht so lang. Er geht trotzdem durch, die Aktion ist so hart. Da es kann sie sich die Zeit nehmen. Und da lacht sie, da ist sie fröhlich. Sie scheint wieder zurückgefunden zu haben. Sie scheint auf jeden Fall erleichtert über diesen Sieg, da, dass sie sich da gegen ihre alte Rivalin so zurückgekämpft hat. Und Mai oh Mai, da kommt die Stratosphere von Trish hier in der Ringecke. Hm. Mai oh Mai hat sie... bewiesen. Sie hat, glaube ich, klar gemacht, Trish, was sie von Lita will. Und Lita hat's geliefert. Und dann der Chick kickt, wie sie ausweichen konnte. Unfassbar. Ja. Nicht schlecht. Also beide Women's Wrestlerinnen haben mir wirklich Gutes geleistet. Einfach eines Main Events von Raw würdig. Auf jeden Fall. Das haben sie sehr gut verdient. Hin und her ging's. Beide hatten wirklich tolle Aktionen. Und dann wird diese Aktion hier, dieser eigentliche fast schon 3-Count. Das ist wirklich unfassbar knapp. Ja. Und dann dieser Krach in die DDT und das hat Trish dann ausgenockt. Obwohl es kurz so aussah, als wäre sie kurz vorm Aufstehen gewesen hier gleich einmal kurz da. Ja. Wollte sie sich aufraffen, aber vielleicht hat sie sich dann auch gedacht, nein komm, meine beste Freundin, das war dein Freakon, du hast es dir verdient. Ich habe das gesehen, was ich von dir sehen will. Und Lita ist back im Business. Auf jeden Fall, das bringt Lita wieder das Selbstvertrauen, das Feuer, quasi die Kraft, um hier gegen quasi ihr Kryptonit, gegen ihren Albtraum, gegen Asuka antreten zu können und vielleicht sogar den Titel zurückerobern zu können. Und dieser Albtraum, Copa, der fängt gerade erst an. Oh, nach dem Match ertönt die Musik von Asuka und Asuka taucht einfach nur auf der Rampe auf, zieht ihre Maske auf und zeigt einfach nur ihren Blick und ihre creepy Lache, beißt quasi in diese Maske und macht einfach nur dieses kranke Lächeln in Richtung von Lita. Ja, mehr sagt sie einfach nicht. Es reicht nur dieser eine Blick, um Lita quasi wieder von ihrem Glücksgefühl runterzubringen, wieder im Ernst des Lebens zurückzukommen. Und damit endet auch diese Ausgabe von Monday Night Raw. Oh ja. Lita weiß, auf was sie sich gefasst machen muss.
Aber auch Asuka muss sich jetzt auf was gefasst machen. Denn Lita ist back in business. Women's Championship Match bei Night of Champions. Lita gegen Asuka. Trish hat ihre Mission vollendet. Und was ein Match wir hier gesehen haben. Genau. Was für Matches wir sehen. Was für Matches wir sehen werden. Ja. Denn in der Aftershow quasi von Raw kündigen wir nicht nur die Matches, die schon stehen, an, sondern, Copa, wir haben auch noch ein Match, was noch nicht so wirklich jeder auf dem Schirm hatte. Wir haben nämlich noch ein Match zwischen unserem Money in the Bank Holder, Austin Aries, beim Pay-Per-View. Er wird antreten gegen den Lunatic Fringe, Dean Ambrose. Oh ja. Und was sich hier quasi aus den Aktionen dieser Woche quasi entstanden ist, hat sich noch geklärt, dass, sollen wir das schon sagen, unseren Plan für die WP? Ich glaube, den Plan, den verraten wir erst beim Pay-Per-View. Gut, dann behalten wir das noch für uns. Spannen wir quasi die Fans auf die Folter. Wir werden noch nicht sagen, was wir uns hier während der Show für die WP ausgedacht haben. Wir sagen es Randy Orton auch noch nicht. Viele können jetzt gerne spekulieren und raten, was zum Pay-Per-View nun passieren wird. Aber wir, auf jeden Fall, das können wir schon mal sagen, wir haben was vorbereitet für die Viper bei Night of Champions. Dann und so weiter und Matches sind das Women's Title Match, was wir schon erwähnt haben. Dann das World Title Match, war ja auch seit Woche 1 klar. Bray Wyatt gegen der Number One Contender, gegen den amtierenden Champion Batista. Und unser Main Event, der Main Event von Night of Champions, Jung. Sag's nochmal, weil es so unglaublich gut klingt. Der Main Event von Night of Champions, Armageddon, Hell in a Cell, Intercontinental Championship Match. Tommy End muss seinen Intercontinental Titel ein für alle Mal nochmal aufs Spiel setzen. Inside Hell in a Cell gegen 5 andere Contender. Gegen Sheamus, Mark Henry, Shelton Benjamin, Neville und seinem Nemesis Axel Dieter Junior. Yeah. Der Main Event von Night of Champions. Ich hoffe, ihr habt Bock. Wir werden 5 Matches ins Rennen schmeißen. Wie gesagt, ein Match ist noch ein Geheimnis. Ja. Aber Austin Aries gegen Dean Ambrose, Asuka gegen Lita um den Women's Title, Batista gegen Bray Wyatt um den WWE-Title und das Armageddon Hell in a Cell Match um den Intercontinental Title. Ja. Wenn das was nicht ist, freut euch auf Night of Champions. Wir haben Bock. Auf jeden Fall. Und denn wir sehen uns dann wieder. Jo. Ciao. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.